Willkommen zurück, Freunde, bei Elden Ring und in der zweiten Farming-Folge. Schaut das nicht grandios aus hier? Ich finde, das schaut grandios aus. Ja, ich erzähle euch kurz, was wir machen und dann werde ich mich tontechnisch verabschieden und euch nur noch das Gameplay zeigen. Ach, der schöne Himmel. Ja, und dann könnt ihr das Gameplay genießen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann schaltet zur nächsten Folge, denn dort geht es dann mit dem Spiel, mit dem eigentlichen Spiel weiter. In dieser Folge, wie gesagt, farmen wir nur. Was wollen wir farmen? Ne, hier bin ich falsch. Moment. Halt. Hier wollte ich rein. Die Objektherstellung. Wir farmen oder wir versuchen zu farmen. Silberner Federtierfuß. Dafür brauchen wir Roberfrucht. Die finden wir sowieso überall. Da haben wir auch einiges. Wie viel haben wir denn da eigentlich? Können wir das gucken? Ich schau mal kurz im Inventar. Roberfrucht. Ich glaube, die habe ich alles verkauft, ne? Habe ich da alles verkauft? Hier, 53 haben wir ja. Und im Lager haben wir auch nichts. Also da haben wir ziemlich viel verkauft. Aber ist egal. Die finden wir sowieso überall. Also Roberfrucht brauchen wir und dann brauchen wir Federtierfüße. Die müssen wir uns sammeln. Da haben wir nur zwei im Moment. Und silberne Glühwürmchen. Da haben wir mal 32. Die silbernen Federtierfüße brauchen wir dann wiederum, um Folgendes zu farmen. Nämlich, hier finden wir es genau. Runenbögen. Runenbögen möchte ich gerne farmen. Ja. Also ich versuche ein bisschen Material zu sammeln für diese Federtierfüße. Dann werde ich versuchen, Runenbögen zu farmen. Ich habe da auch eine gute Stelle. Ich kann euch zeigen, wo. Hier, genau. Bei dieser Höhle hier. Wo ist sie denn? Warte mal. Ne, hier oben ist die Höhle. Ja. Bei dieser Höhle, Erdschlundhöhle. Dort sind einige Ratten. Angeblich soll man das hier in dem Dorf auch gut machen können. Aber der Vorteil bei dieser Höhle ist, dass dort auch diese Glühwürmchen sind. Und da soll es angeblich sehr gut gehen. Es geht ein bisschen besser, wenn man sich noch irgendein Artefakt holt. Das haben wir aber noch nicht. Und ich habe jetzt auch noch nicht genau nachgelesen, wo es das gibt. Weil ich möchte mich ja nicht spoilern lassen. Aber auf jeden Fall werden wir zu dieser Höhle gehen. Und wenn da noch Zeit ist in der Folge. Also die Folge wird nicht sehr viel länger wie 2 Stunden. Also 2 Stunden ist so das Maximum, was ich machen will. Wenn dann also noch Zeit ist, dann möchte ich ganz gerne hier hoch wieder gehen. Und ein bisschen Runen farmen. Ja, keine großen Runen, keine Runenbögen, sondern ganz normale Runen. Wir sind im Moment Stufe 70. Und ich werde die Runen jedes Mal, wenn wir dann genug haben, im Moment brauchen wir 29.000 Runen. Wenn wir genug Runen haben, werde ich jedes Mal dann einfach uns steigern. Was wollen wir steigern? Wir wollen Kraft auf 40 steigern. Das war's. Ne? Ich muss mal ganz kurz noch auf meinen Zettel nachschauen. Was stand denn da sonst noch drauf? Wir wollten Kraft auf 40, wir wollten Kondition auf 20, da sind wir schon drüber sogar. Und Stärke auf 55, das wäre auch noch unser Ziel. Also Kraft auf 40, da sind noch 11 Stufen und die Stärke auf 55. Das sind so unsere beiden Ziele, die wir im Moment haben. Geschick wäre auch ganz gut zu steigern, damit wir unsere großen Waffen nehmen können. Ne? Wie waren das nochmal? Ich schaue mal ganz kurz nach. So viel Zeit muss sein. Unsere Waffen. Hier. Da haben wir das Großschwert der Verpflanzung. Genau, da brauchen wir Geschicklichkeit 14. Also viel ist es eigentlich gar nicht. Viel ist es eigentlich gar nicht. Und was kann es nochmal, das Schwert? Einzigartiges Talent, Racheschwur. Ihr schwört dem Großmeister seinen Clan zu rächen. Erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt er auch das Gleichgewicht. Hört sich gut an, ne? Hört sich gut an. FP kosten 20 für diesen Schwur. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal Geschicklichkeit einfach um 4 steigern. Ah. Ja, aber Stärke wird hier halt nur mit C bedacht. Aber es ist auch noch nicht gesteigert. Also es ist noch nicht irgendwie verbessert oder so. Gottricks Axt, ja, die wollen wir natürlich gerne benutzen. Knie nieder. Ich befehle euch, kniet nieder ist die Sonderfertigkeit. Schmetter Gottricks Axt mehrmals in den Boden, um 2 Schockwellen zu entfesseln. Mit einer weiteren Eingabe erzeugt ihr eine 3. Schockwelle. Ja, da brauchen wir aber Geschicklichkeit 22. Das ist natürlich schon was ganz anderes, ne? Ein ganz anderes Wort. Hier haben wir im Moment 178 Schaden und mit unserem Schwert haben wir, wo ist es? Hallo, wo ist denn unser Schwert? Hier. Haben wir 178? Sind wirklich 178? Ne, 278, oder? 278, genau. Und mit dem Schwert haben wir 282, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ein bisschen mehr sogar noch. Ja, hier brauchen wir auch Geschicklichkeit für Claymore 3 und das Großschwert und so weiter und so weiter. Das eisige Beil löst Frost aus. Ach, alles ganz spannende Sachen. So, jetzt legen wir aber los. Ihr wisst, was zu tun ist. Erst Material sammeln für die Federtierfüße, dann Runenbögen sammeln und dann Runen sammeln. Also, los geht's. Viel Spaß bei der Farming-Folge Nummer 2.
Ja.